Und einen recht schönen guten Morgen, der hoffentlich nicht allzu stürmisch sein wird. Grund für dieses GEFMA-Webinar ist, dass wir heute einmal vorstellen wollen, was der CFM Trend Report 2021 denn an Ergebnissen erbracht hat. Hauptakteure dabei sind Professor Hohmann seitens des Arbeitskreises Digitalisierung und der Herr Ball von der Firma Lündonk, mit denen diese Trendreport seit einigen Jahren zusammen erhoben und auch entsprechend ausgewertet wird. Mir hat man die Gelegenheit gegeben, kurz etwas zu sagen zu dem Arbeitskreis Digitalisierung, der vielleicht den meisten nicht völlig unbekannt sein dürfte. Dennoch würde ich ganz kurz etwas sagen dazu, womit wir uns beschäftigen. Und dann sieht man auch so ein bisschen, wie sich dieses Vorhaben und viele andere, mit denen wir uns beschäftigen, einordnet. Der Arbeitskreis besteht seit vielen Jahren ungefähr immer so um knapp 20 Mitglieder, die hier aktiv sind. Und wir achten eigentlich auch darauf, dass diese Zahl jetzt nicht irgendwie deutlich irgendwie überschritten wird, weil wir der Meinung sind, dass wir in der Größenordnung gut und effizient zusammenarbeiten können. Wir haben stets darauf geachtet, dass es so eine bunte Zusammensetzung ist, dass sowohl Forschung, Lehre als auch die Software Anbieter- und Entwicklerseite vertreten ist, genauso wie die Berater und natürlich auch die Anwender von CFM. Und unsere Arbeit, die spielt sich ab durchaus in physischen Treffen unter normalen Umständen und natürlich in den letzten zwei Jahren fast alles nur digital. Hier ist ein Bild von 2019, das war schon so eines der letzten Treffen, die wir noch physisch durchführen konnten. Was haben wir uns so als Zielstellung gestellt? Da hat sich jetzt auch über die Jahre nicht so furchtbar viel dran geändert. Natürlich angetreten sind wir mit dem Ziel, das Thema IT, Digitalisierung, Schrägstrich CFM bekannter zu machen in Deutschland, aufzuklären darüber, was hat es damit auf sich, was können wir an Effekten an Nutzen erwarten, wo natürlich auch stehen Herausforderungen, welche IT-Gebiete werden hier gestreift, was sollte ein Facility Manager denn über das Thema Digitalisierung wissen, und dazu gehören natürlich Begrifflichkeiten bis hin natürlich zu bestimmten Vorgängen, Prozessen und so weiter. Von Anfang an spielte auch die Frage nach der Wirtschaftlichkeit eine Rolle. Natürlich hat man immer gesagt, schön und gut, aber bringt das dann irgendetwas? Damit haben wir uns schon sehr frühzeitig eigentlich beschäftigt. Weiter natürlich gehören dazu Leitfäden, Richtlinienarbeiten in der GEFMA-Reihe, insbesondere alles, was da eine 4 vorne trägt, an dem sind wir maßgeblich beteiligt oder ausschließlich daran beteiligt. White Papers zu verschiedenen aktuellen Themen, die ja dann nicht den Charakter eines Leitfadens haben, sondern eigentlich über ein interessantes Thema informieren möchten mit seinen unterschiedlichen Facetten. Und natürlich wagen wir uns auch ab und zu mal an was Größeres, an Buchpublikationen heran. Auch momentan sind wir gerade dabei, ein neues Werk zu BIM für Facility Manager herauszugeben. Das wird sicherlich so zum Frühjahr 2022 passieren. Wir machen natürlich auch was in Richtung Wissenstransfer, beteiligen uns natürlich an nationalen, internationalen Konferenzen. Das eine oder andere, das organisieren wir auch selber. Na, jetzt muss ich hier mal. So, Entschuldigung. Wirtschaftlichkeitsbeachtung, Seminare, Konferenzen, Workshops. Wir haben auch so eine eigene kleine Serie, Future Labs haben wir das genannt, die wir von Zeit zu Zeit organisieren. Und natürlich versuchen wir auch, uns an der einen oder anderen Forschungsaktivität mitzubeteiligen. Das betrifft dann natürlich in der Regel nicht den
Arbeitskreis insgesamt, sondern vielleicht ausgewählte Mitglieder davon. Und was vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere natürlich kennt, ist die Zertifizierung von CFM-Software. Das ist ja eine Sache, die recht kontinuierlich und erfolgreich läuft und man kann sagen, inzwischen auch etabliert ist. Hier habe ich mal so ein paar Dinge zusammengetragen, ohne dass man im Detail da durchgehen muss, was sich in verschiedenen Jahren getan hat. Sie sehen natürlich, dass diese ganze Richtlinienarbeit eine relativ große Rolle spielt. Es geht über von Grundlagen, über IT-Schnittstellen, Integrationen von Systemen, Einführungsmethoden, Datenmanagement, die Zertifizierung, Wirtschaftlichkeit, Datenaustausch und so weiter. Und natürlich ist das ein lebendes Werk, diese Richtlinie. Man sieht dann, so in einem gewissen Abstand werden die neu aufgelegt. In diesem Jahr wird noch die 4.10, wo es eben um Schnittstellen und Integrationen geht, neu aufgelegt. Vielleicht wird es auch erst im Januar 2022, aber da sind wir in der Abschlussphase. Der CFM-Marktübersicht gehört natürlich zu den jährlich erscheinenden Publikationen, die gemeinsam mit dem Facility Manager erhoben wird und bereitgestellt wird. Unser CFM-Handbuch inzwischen in der 4. Auflage. Was Vergleichbares haben wir mit unseren Kollegen von der IFMA in den USA entwickelt. Und da hat uns gerade, also jetzt gibt es eine neue Entwicklung seit diesem Monat, wahrscheinlich erstmals auf der World Workplace jetzt in den USA, sind unsere amerikanischen Kollegen auf die Idee gekommen. Wir haben da ein tolles Werk, was natürlich sehr umfangreich ist. Wir zerhacken das mal in kleinere Teile, die natürlich auch dann erworben werden können, aber die eben Grundlage bilden für Aus- und Weiterbildung in dem Bereich. Vielleicht ein ganz interessantes Modell, über das wir auch mal nachdenken könnten. Seit 2010 die Zertifizierung und der CFM-Trendreport, der nunmehr in der 5. Auflage vorliegt. Und ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, Joachim, seit wann? Seit 3 Ausgaben mit Lündong zusammen? Ja. Okay. Wir organisieren hin und wieder CFM-Herstellertreffen, wo wir ein bisschen abfragen, was hat denn die Branche an, sage ich mal, Problemen, wo könnte denn der Arbeitskreis vielleicht unterstützen, auch um zum Beispiel mal rauszubekommen, was könnte denn für uns ein neues Thema sein. Seit einiger Zeit entwickeln wir auch White Papers, Cloud Computing, BIM, MFM waren die ersten Sachen. Das Future Lab, wo dann nicht bloß wie bei so einer klassischen Konferenz Vorträge gehalten werden, sondern auch so live Dinge gezeigt werden. Denn es ist immer doch ganz erstaunlich, dass viele Dinge, von denen wir immer meinen, oh, das wird irgendwann in den nächsten Jahren kommen, doch schon viel weiter sind und hier und da in der Praxis tatsächlich schon eingesetzt werden und auch natürlich den entsprechenden Nutzen bringen. Ja gut, ich habe die Publikationen nicht gezählt, die aus unseren Reihen gekommen sind, aber diese gut 200 ist eine sehr konservative Schätzung, die ich da gemacht habe. Also wer uns wahrnehmen will, der hat die Chance dazu durchaus. Was läuft gerade aktuell? Das ist eine Sache, die ist noch ganz frisch, auch noch bisher nicht kommuniziert und noch nicht sichtbar. Vielleicht schaffen wir das in Monatsfrist bis zur GEFMA-Mitgliederversammlung. Wir haben gesagt, wir haben so viele Fachbegriffe in unserem Gebiet. Wäre es nicht sinnvoll, dass man das mal als so eine Art Online-Glossar zur Verfügung stellt? Und ich hoffe, dass wir da eine erste Version in Kürze hinbekommen. Mein Wunsch wäre es natürlich, dass sich andere beteiligen und dass über das Thema Digitalisierung hinaus, es gibt so viele Themen, FM, andere Arbeitskreise, das wäre so ein bisschen mein Wunsch, dass dieses GEFMA-Glossar dann wächst. Wir sind an 2 White Papers dran, um das Thema IoT natürlich im FM und auch natürlich in vieler Munde das Thema Digital
Workplace. Da hoffe ich doch sehr, dass wir das im nächsten Jahr vielleicht so bis Jahresmitte schaffen, diese White Paper vorzustellen. Dann, wo wir momentan sehr aktiv dabei sind, wir sind dabei, ein Buchprojekt fertigzustellen, BIM eben für Facility Management, also nicht mehr nur planen und errichten, sondern eben sehr stark Betrieb. Da hoffe ich, dass das Springer dann vielleicht so Ende erstes Quartal, Anfang zweites Quartal hinbekommt, wenn wir es schaffen, in diesem Jahr das Manuskript einzureichen, woran ich momentan jedenfalls noch fest glaube. Future Lab, da gibt es die Vorstellung, dass wir das im April 2021 zum nächsten Mal organisieren. Das sollte dann hier in Berlin stattfinden. Da sind wir gerade dabei, so ein bisschen das Programm zusammenzustellen. Und wir haben am 11.11. am Vortag der GEFMA-Mitgliederversammlung eine kleine Tagung Digitalisierung im FM organisiert. Anlass ist natürlich dafür so ein bisschen unser 20-jähriges Jubiläum in diesem Jahr, aber das spielt eigentlich keine Rolle bei den Themen auf dieser Veranstaltung. Und ich kann sagen, ich hätte vielleicht noch so eine Handvoll Plätze zu vergeben, weil wir unterliegen natürlich auch Corona-Regeln und Teilnehmerzahlen. Also wenn dort jemand vielleicht interessiert ist, bitte direkt an mich herantreten. Ich kann es nicht garantieren, aber versuchen könnten wir es schon. Da braucht man dann auch keine Anmeldung über GEFMA, das würde ich dann in die Hand nehmen. Ja, Forschung, da hatten wir ja vor einiger Zeit hier auch ein entsprechendes GEFMA-Webinar, wo wir mal das Thema Carbon Management für Facility Services vorgestellt haben, inwieweit wir dort sind. Wir haben da ja eine entsprechende Methodik entwickelt und eine Software. Und da geht es jetzt natürlich um die Frage, wie können wir das dauerhaft der FM-Branche für deren Nutzen zur Verfügung stellen. Solche Dinge sind immer nicht ganz einfach. Wie kommt man zu einem Prototyp, zu einem Produkt? Aber das kennen Sie natürlich. Und wir haben uns jetzt auch mit eingebracht. Momentan werden die Richtlinien zur Aus- und Weiterbildung bei der GEFMA überarbeitet. Die 610, da geht es um die Studiengänge an den Hochschulen und Fachhochschulen. Und da haben wir natürlich unseren Input gegeben aus Sicht der Digitalisierung. Ich glaube, diese 610, die steht auch kurz vor dem Abschluss. Ja, soweit, was wir im Arbeitskreis tun. Wenn es da Wünsche, Anregungen gibt, die nehmen wir gerne immer auf. Wir werden auch auf der GEFMA-Mitgliederversammlung noch mal ein paar Worte zum Arbeitskreis sagen dürfen aus Anlass unseres Jubiläums. Und vor einiger Zeit gab es einen ganz netten Artikel zum Arbeitskreis in der Zeitschrift Facility Management. Soweit, und dann würde ich an der Stelle übergeben an Professor Hohmann und Herrn Ball, die zunächst dann den Trendreport vorstellen würden, und dann würden wir ja anschließend in eine Diskussionsrunde eintreten, insbesondere mit den Unterstützern oder und Sponsoren, die uns überhaupt ermöglichen, so einen Trendreport durchzuführen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Hohmann, vielleicht darf ich gleich an der Stelle beginnen. Also erstmal herzlichen Dank, dass Sie alle Interesse haben, mit uns über dieses, wie ich finde, spannendes Thema zu diskutieren und in den Informationsaustausch zu treten. Und lieber Herr May, ganz herzlichen Dank für die nochmal das Aufzeigen, was der Arbeitskreis Digitalisierung so alles tagtäglich tut. Und wenn ich da vielleicht ein Beispielbild nehmen darf, um den Trendreport einzuordnen, auf einem der Coverbilder, die Sie gezeigt haben, sind ja noch die bekannten GEFMA-Kugeln sichtbar gewesen, die ja die Vernetzung des Verbandes zum Ausdruck bringt. Das ist nicht nur die Vernetzung, die wir heute in Anlass ist, sondern Sie haben ja sehr schön aufgezeigt, was der Arbeitskreis Digitalisierung alles macht, von Grundlagenarbeit mit den Zertifizierungen, mit den Richtlinien bis zu den Büchern, die viel Wissen transportieren. Und dann ist natürlich immer die Frage, aus welcher Motivation
wird eine Marktstudie gemacht und wie passt die da rein und was ist unser Anspruch, denn uns als Externer, die das mit begleiten dürfen, darüber freuen wir sehr, aber natürlich auch des Arbeitskreises Digitalisierung, so etwas zu machen, wie passt das da rein? Und eine Marktstudie hat ja immer die Zielsetzung, dem Markt und denjenigen, die daran interessiert sind, nicht nur ein Spiegelbild vorzuhalten, sondern auch dieses Spiegelbild aufzuzeigen, denn es ist ja auch unsere Erfahrung, dass diejenigen, die in einem Markt unterwegs sind, in der Regel eine sehr gute Marktkenntnis haben aus vielen persönlichen Erfahrungen. Und dann kann man ja immer die Frage stellen, wozu braucht es dann einen Report, der das zusammenstellt, weil eben das Bild, das Einzelne haben, immer subjektiv ist und weil man mit einer Marktstudie es dann schaffen kann, und das ist unser Anspruch, eine gemeinsame Datengrundlage aufzustellen, auf der man diskutieren kann. Und die Anforderung an den Marktforscher, der das mit begleiten kann, ist dann sicherzustellen, dass diese Daten verlässlich und belastbar sind. Und das ist der Anspruch, den wir uns von Anfang an gestellt haben. Und ich glaube oder ich hoffe, das zu sagen, dass das auch einer der Gründe war, warum schon vor vielen Jahren, Herr May, Sie hatten es gerade angesprochen, der Arbeitskreis auf uns zugekommen ist und gefragt hat, ob wir das nicht mit begleiten wollen. Denn wir sind darauf angewiesen für einen Marktreport, dass diejenigen, die Anbieter sind, uns durchaus sehr sensible Informationen zur Verfügung stellen. Das Gleiche gilt für die Nutzer, für die Auftraggeber, die natürlich auch nicht wollen, dass ihre sensiblen Daten da kompromittiert werden. Das ist eine der Kernaufgaben, die wir als Marktforscher seit 1983 haben, das verlässlich aufzuarbeiten, für Qualität zu sorgen, nicht nur die Daten zu nehmen, sondern auch zu schauen, wo es hinkommt. Und wir hoffen, dass das in diesem Zusammenhang heute ein Mehrwert für Sie ist, weil da fließt sehr viel Arbeit und sehr viel Herzblut von ganz vieler Seite rein, nicht nur von der Konzeption der Umfrage, sondern auch sicherzustellen, dass die Daten dann aussagekräftig sind. Das vielleicht nur zur ersten Einordnung des Ganzen. Ich bin jetzt mal so unfreundlich und darf mich Ihnen zuerst vorstellen. Lieber Joachim Hohmann, gerne Sie nochmal, diejenigen, die Sie vielleicht noch nicht ganz so gut kennen. Ich bin inzwischen seit fast 9 Jahren bei der Firma Lünendonk, inzwischen als Partner verantwortlich für unsere Aktivitäten im Facility Management, Facility Service. Habe wie viele bei uns eine Ausbildung, die nicht klassisch FM ist, dann quasi als Quereinsteiger reingekommen. Fühle mich da aber auch sehr, sehr, sehr jede Gelegenheit, mich mit diesem spannenden Markt auseinandersetzen dürfen und darf den CFM-Trendreport seit Anfang an mit begleiten. Herr Hohmann, möchten Sie noch 2, 3 Worte zu sich sagen, damit die Teilnehmer Sie einordnen können? Zunächst mal vielen Dank, Herr Waldheim, für die Einführung und vor allem für die wahnsinnig gute Zusammenarbeit. Sie haben zusammen mit Ihren Kolleginnen im Backoffice bei Lünendonk in Hossenfelder da gerade, was den Marktforschungsteil angeht, die richtige Professionalität mit reingebracht. Wir aus dem Arbeitskreis heraus haben ja die Idee kreiert zu dem Trendreport, einfach aufgrund von Anfragen, die wir immer wieder aus dem Markt bekommen haben. Und wir haben das die ersten beiden Male alleine bzw. mit Studierenden gemacht und bringen zwar die notwendigen Fach- und Marktkenntnisse ein, aber eben nicht die Kenntnisse zur Marktforschung. Und seitdem wir das zusammen machen, hat das Ganze nochmal an Qualität gewonnen und hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich brauche mich nicht so arg lang vorzustellen. Ich bin ja schon alt und habe daher auch eine ganze Reihe von Titeln angesammelt. Arbeite heute im Wesentlichen als Branchenexperte für das Immobilien- und Facility-Management im Bereich der Digitalisierung und nehme schon so ein bisschen für mich in Anspruch, eine der wenigen zu sein, die erstens mal vollkommen unabhängig sind von irgendwelchen Anbieterinteressen und die auch den internationalen Markt ganz gut kennen und vielleicht in dem Zusammenhang ganz kurz, wir werden einen Auszug aus der Abfrage, die wir hier als Grundlage für den Trendreport 2021 haben, im nächsten Jahr jetzt auch nochmal international starten. Nächste Woche wird das der Fall sein. Ich bin nächste Woche in den USA und wir werden das mit den Kollegen von der IFMA wieder machen. Das heißt, das wird schwerpunktmäßig natürlich in den USA und in Kanada laufen, aber natürlich hat die IFMA da einen weltweiten Zugriff und es ist üblicherweise irgendwo so ein zwischen 20% und 30% der Antworten dann auch aus dem Bereich außerhalb der USA. Insofern gibt es die Möglichkeit, das dann mit unseren Ergebnissen zu korrigieren. Und ich denke, dass wir das spätestens im Frühjahr 2022 dann auch publizieren können. Das vielleicht zur Vorstellung. Jetzt würde ich gerne wieder an den Thomas Ball zurückgeben, der die Grundlagen, die
für den Trendreport vorliegen, kurz vorstellen wird. Ja, herzlichen Dank. Sie haben das sehr gut beschrieben und übrigens auch uns macht die Zusammenarbeit große Freude. Das möchte ich gerne zurückgeben. Ja, Michael May hat es angekommen. Wir haben so ein kleines Jubiläum. Das ist die fünfte Auflage, fünfte Aktualisierung des GEFMA CFM Trend Reports seit 2013, seit 2017 mit Kooperation mit unserem Haus. Das freut uns sehr. Und wir haben bei der nächsten Auflage, die für 2023 geplant ist, gleich das nächste Jubiläum, weil dann sind es tatsächlich 10 Jahre. CIFM Trend Report und vielleicht der kleine Werbeblock vorab, der sei uns erlaubt. Wir freuen uns natürlich über alle, die sagen, dieser Spiegel des Marktes ist ein Mehrwert für den Markt, für alle, die sich damit beschäftigen wollen, um auf seriösen und belastbaren Daten zu informieren. Und freuen uns natürlich über alle Anbieter, aber auch alle Anwender, die sagen, es lohnt sich, daran teilzunehmen, weil es spannende Daten gibt und wir unterstützen das gerne. Und deshalb freuen wir uns über alle, die vielleicht zu den 17 Anbieterunternehmen, die sich beteiligt haben, und zu den 175 Anwendern, was ja schon eine gute Grundlage ist, die in den kommenden Jahr und der kommenden Jahren dann neu mit dabei sind. Vielleicht zur Datengrundlage. Wir sehen, wir haben zwei methodische Blöcke. Wir haben diejenigen, die Themen, die wir Jahr für Jahr neu abfragen, damit wir Entwicklungen aufzeigen können, die auch bewusst zeitlos oder zeitunabhängig gehalten sind. Und wir haben dann immer mal Sonderthemen, die auf aktuelle Entwicklungen eingehen. Das heißt, Sie werden an der einen oder anderen Stelle durchaus auch Entwicklungen sehen können. Eine dieser Entwicklungen ist die Zusammenarbeit des Panels, die teilnehmen, relativ stabil, dass knapp 30% von Jahr zu Jahr der Teilnehmer nicht mehr mit dem Erstsystem arbeiten, das heißt schon aktualisiert haben, aber doch ein sehr, sehr großer Teil, nämlich mehr als 2/3, immer noch in Anführungsstrichen mit dem Erstsystem arbeiten, entweder weil es gut funktioniert oder weil man es eben erst vor kurzem eingeführt hat oder weil man das Risiko eines Systemwechsels scheut. Darüber können wir vielleicht im Weiteren eingehen und das als Diskussionsanlasspunkt nehmen. Dann die Frage, für welche Branche die teilnehmenden Auftraggeber tätig sind. Wir haben ein knappes Viertel, die für die öffentliche Hand, mit Ausnahme des Bildungswesens, tätig sind. Sonst noch relativ hohen Anteil Finanzindustrie, Versicherungen, FM-Dienstleister, natürlich traditionell, für die ist es ganz elementar, damit zusammenzuarbeiten. Dann aber auch noch Industrie, aber auch Gesundheitswesen und weitere Branchen. Also der Trendreport ist durchaus breit aufgestellt, auch wenn es natürlich gewisse Schwerpunkte gibt, wobei die öffentliche Hand natürlich auch einen sehr großen Anteil der Gewerbeimmobilien in Deutschland mit betreibt. Wir sind sehr dankbar, nicht nur wir als Lünendonk, sondern ich glaube, das darf ich auch sagen, der GEFMA für die breite Unterstützung aus dem Markt für diesen Report. Und das sind alle diejenigen, die das hinterfragen wollen, was ich gar nicht links sind. Das sind Unternehmen, die natürlich im Wettbewerb miteinander stehen, die aber allesamt sagen, wir brauchen das nicht nur für uns, sondern finden, dass das etwas Gutes ist für den Markt. Deshalb da herzlichen Dank für die Unterstützung und auch die Bereitschaft, heute dazu diskutieren. Denn nicht nur der Joachim Hohmann, der als ausgewiesener Experte, sondern auch Sie, die aus der Praxis, können da viel berichten, was dem Marktforscher, der ja aus der Hubschrauber, aus der Helikopterperspektive berichtet, der andere Themen mit reinbringt. Das, glaube ich, ist ein ganz guter Rundumblick, den wir heute hier mit zusammen haben. Deshalb freue ich mich ganz besonders auf die Diskussion. Ja, bevor wir das gleich inhaltlich vertiefen, was ist aus unserem Management Summary aus den knapp 200 Folien? Wir haben auch im Jahr 2021 noch immer einen sehr fragmentierten Markt mit einer Vielzahl von Herstellern. Ich glaube, es sind so rund 60 Systeme, die im Markt noch aktiv sind. Wir haben jetzt in der Vorbesprechung auf diesen Vortrag nochmal diskutiert, dass es eigentlich gar nicht weniger werden, sondern doch durchaus noch immer noch mehr Hersteller werden, die im Markt wahrgenommen werden. Aber auf der anderen Seite, dass es nur wenige Hersteller sind, die rund 90% der Neuaufträge auf sich vereinen. Das kann ja ein Indikator dafür sein, dass die Marktentwicklung doch Richtung Konzentrierung geht. Wir sehen, ich habe es gerade schon angedeutet, dass eine relativ geringe Wechselbereitschaft im Markt herrscht, aus unterschiedlichen Motiven. Rund 70% der Studienteilnehmer geben uns gegenüber an, ihr Erstsystem noch zu nutzen. Und die große Frage, die wir diskutiert haben im vierten Quartal 20, im ersten Quartal 21, als wir uns mit dem Trendreport, mit der Datenerhebung beschäftigt haben und dann im Frühsommer in der Auswertung, welche Auswirkungen hatte denn Corona auf den Markt? Viele haben über Entwicklungsbeschleunigung gesprochen, über wir nutzen die Atempause zur Digitalisierung unserer Organisation, unseres Workplace-Managements, unseres Facility-Managements-Prozesses. Das hat
aber zumindest in den Daten, die wir erhoben haben, nicht zu einer Sonderkonjunktur im Markt geführt, was CFM angeht. Auch da werden wir später reingehen. Vielleicht der Teaser vorab, den Zusatzaufträgen, die sich aus dieser Sondersituation heraus ergeben haben, weil Organisationen gesagt haben, wir wollen das jetzt professionalisieren, wir wollen stärker das mit IT-lastig abbilden, stehen aber eine ganze Reihe an verschobenen und abgesagten Projekten gegenüber, unter anderem natürlich aus Budgetrenten. Für 2021 rechneten die Hersteller Anfang des Jahres, da freue ich mich auf die Aktualisierung in der Diskussion jetzt Ende Oktober, mit Zusatzaufträgen aus dem steigenden Digitalisierungsbedarf. Jetzt, wenn es wieder in die Rückkehr und wir sind ja voll im Return to the New Normal mit drin, haben damit gerechnet. Da würde mich dann jetzt auch interessieren, wie sich das bei den Dienstleistern realisiert hat, denn das Jahr ist ja noch nicht ganz, aber doch sehr weit fortgeschritten schon, wie sich das auf die Budgets ausgewirkt hat. Die Debatte um Workplace Management, Homeoffice, Remote Services, Betreiberverantwortung sehen wir, spiegelt sich ganz wesentlich in den CFM-Trends wieder, die uns die Anbieter und die Dienstleister gespiegelt haben. Und dann ist ja immer die wesentliche Frage, in welche Richtung geht es denn von der Technologien, die verkauft werden und die nachgefragt werden. Und da sehen wir, dass webbasierte Technologien, Software as a Service, CFM Service, am meisten verkaufte Technologien sind und sehen einen gewissen Verdrängungseffekt von lokal installierten kleinen Serversystemen. Aber auch Mobile CFM spielt natürlich eine gewisse Rolle. Einzelplatz-Applikationen sind, aber ich glaube, das können wir relativ gesichert sagen, da auf dem Weg in die Nische und spielen da eine sehr untergeordnete Rolle. Nochmal zur Einschätzung, mit welcher Art von Anbietern haben wir in die Studie einbezogen. Es gibt ein Unternehmen, das gesagt hat, sie machen mehr als 50 Millionen Euro Umsatz. Es sind aber doch eine relativ hohe Anzahl, die sagen bis zu 3 Millionen Euro. Das sind in Summe 9 Unternehmen. 7 haben dann gesagt, sie sind ein bisschen größer. Also das spiegelt, glaube ich, den Marktdurchschnitt ganz kurz wieder, auch wenn von den 60 17 teilgenommen haben. Wir sehen, und das ist auch gerade die erste Erläuterung zu den einführenden Bemerkungen, dass der Anteil der Neukunden, der Erstprojekten am Umsatz gegenüber den Vorjahren etwas zurückgegangen ist. Das war einer der wesentlichen Indikatoren, um zu sagen, naja, Corona hat nicht so wirklich zum Digitalisierungs- und Entwicklungsschub geführt. Und die letzte Folie werden Sie dann gleich die Expertise von Joachim Hohmann zur Interpretation der übrigen Folien genießen dürfen, ist immer die alte Frage, gibt es denn jetzt eine Marktkonsolidierung? Sehr viele Anbieter im Markt, ein relativ kleines Marktvolumen zwischen 100 und 200 Millionen Euro. Genauer können wir es uns oder trauen wir es uns noch nicht zu berechnen. Und da sehen wir auch, dass das Meinungsbild der Anbieter sehr, sehr gespalten ist, weil 42% sagen, na, die Anzahl der Anbieter wird sinken. Auf der anderen Seite sagen ebenfalls 42%, es wird keine wesentliche Veränderung geben. Nur 16% sagt, es wird steigen. Wir können das zusammenfassen und sagen, knapp 60% erwartet keine Marktkonsolidierung. Das habe ich aber gerade einführend gesagt aus der Vorbesprechung, dass es doch mehr Unternehmen gibt. Also es ist ein sehr uneinheitliches Bild. Und das vielleicht so, als um das Spannungsfeld aufzuziehen, lieber Herr Hohmann, als Übergang für Sie, jetzt der Deep Dive stärker. Was sind denn die Technologien, die aus welchen Gründen nachgefragt wird? Und jetzt freue ich mich auch auf Ihre Einschätzung und Interpretation der Ergebnisse. Ja, vielen Dank. Dabei zum Thema Technologien, die verkauft wurden, real im Markt, haben wir diese Kategorien abgefragt. Ich sage Ihnen schon gleich, das wird eine Folie sein, die wir für die internationale Abfrage ändern müssen, weil im internationalen Umfeld niemand weiß, was Client-Server ist. Diesen Begriff gibt es dort seit Jahren nicht mehr. Ja. Und das Thema Platform and APIs ist sicher etwas, was dort noch eine größere Bedeutung hat als bei uns, was sicher damit auch zu tun hat, dass das vergleichsweise neu ist und viele auch vielleicht die Frage nicht richtig verstanden haben. Zur Einordnung von Webbasiert SaaS und Cloud, da hat ja der Herr Baul schon was gesagt, ja, es gibt auch im deutschen Markt erkennbar einen Trend in Richtung nicht mehr Eigenbetrieb. Und dazu ist aber zu sagen, dass echte Cloud-Angebote im Markt, so wie das mal grundsätzlich definiert ist, nur sehr wenige es gibt. Ein Großteil der Angebote sind SaaS mit einem externen Hosting. Das heißt, da wird im Prinzip, statt dass das im eigenen Rechenzentrum betrieben wird, das ist, was es schon seit ungefähr 50 Jahren gibt,
in einem Service-Rechenzentrum für den jeweiligen Kunden ein eigenes System aufgebaut, egal ob das jetzt eigene Hardware ist oder separate Hardware oder in der Serverfarm, aber er hat seine eigene Instanz. Das ist also kein Cloud-Service, aber man sieht da schon auf jeden Fall den Trend weg von Services aus dem eigenen Haus. Die Gründe sind vielfältig. Einmal ist es so, dass auch die großen Anbieter in den anderen Anwendungsmärkten, ganz voran die SAP, da ganz stark ihre gesamte zukünftige Entwicklung in die Cloud verlegt hat. Und alle Leute, die jetzt in moderne SAP-Welt einsteigen wollen, irgendwo in der Cloud landen werden. Und ähnlich ist das hier zu sehen. Wie gesagt, die gleiche Entwicklung haben wir im internationalen Bereich schon ungefähr vor 3 Jahren gesehen. In den USA ist es im Moment so, dass ungefähr 90% des Geschäftes, des Neugeschäfts in der Cloud stattfinden, halt auch aufgrund des Angebots, das da existiert. Dann der Bereich Mobile, einmal Portal-User und Apps, ja auch zwei ganz verschiedene Paar Stiefel. Das ist zwar insgesamt ein bisschen gesunken gegenüber der Abfrage, die wir in 2018 gemacht haben, aber das ist nach wie vor ein großer Trend. Wie gesagt, Client Server habe ich ja kurz dazu Stellung genommen. Einzelplatz-Applikationen sind auch auf dem Rückzug. Nächste Folie bitte. Gut, das ist die Frage nach den Zukunftstrends. Den Report, den wir herausgeben, heißt ja nicht umsonst auch Trendreport. Was sehen Sie denn als liebe Anwender in der Zukunft als wichtigste Trends? Ganz klar, mobile CRM-App. Und da muss man sagen, da hat der deutsche Markt jetzt doch relativ stark nachgezogen. Es gibt kaum noch einen Anbieter, der nicht zumindest den Zugang zum System für bestimmte Arten von Anfragen oder für bestimmte Arten von Nutzern über eine App möglich machen, in vielen Fällen auch dann beziehbar über den App Store der jeweiligen Betriebssysteme. Dann auch nicht überraschend, CRM-Betreiberverantwortung hat nach wie vor einen großen Stellenwert, wobei dazu immer gemeint ist, dass es darum geht, die notwendige Dokumentation zur Wahrnehmung und später nachher auch zur Nachweisführung für die Betreiberverantwortung zu finden. Gut, in Building Information Modeling interessanterweise stark zurückgegangen. Die Arbeiten an dem Buch, was der Professor May gerade vorhin ja genannt hat, an dem ich ja auch beteiligt bin, die gestalten sich immer dann schwer, wenn wir versuchen, praktische Beispiele aus deutschen Landen zu finden. Es ist uns fast überall nur gelungen. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die sich damit beschäftigen. Sie wissen, es gibt sehr viele Veranstaltungen mit sehr vielen Besuchern. Es gibt sehr viel in der Presse. Aber wenn Sie einfach mal fragen, zeigen Sie mir einfach mal, wo Sie im Reinigungsmanagement BIM eingesetzt haben oder für das Workplace Management. Da arbeite ich ja gerade dran. Das wird ganz schwer. Also Sie finden entweder nichts oder es ist geheim. Geheim heißt für mich in vielen Fällen, es existiert nichts. Gut, Anbindung von IoT, auch das so ein bisschen erstaunlich. Eines der großen Themen im Ausland ganz generell, auch gerade wenn Sie nach Asien gehen, ist das eines der Hauptstaatsthemen der Digitalisierung im Zusammenhang mit CRM-Systemen, die dort übrigens Integrated Workplace Management Systeme heißen. Gut, CRM der Cloud ist wahrscheinlich auch ein bisschen damit einhergehend, dass das Thema stärker von den Anbietern im Moment gesehen wird noch als bei den Anwendern. Aber es ist wirklich erkennbar, dass dieser Trend auch langsam, vielleicht nicht in der großen Welle, wie das jetzt in den USA zum Beispiel der Fall ist, auch nach Deutschland schwappt. Gut, Workplace Management, da muss man ganz klar sagen, das hängt so ein bisschen damit zusammen, wenn wir das heute abfragen würden, würden die Zahlen sich vermutlich ändern. Das ist so einer der großen Wachstumsmärkte. Und wenn Sie mal sehen, der Ball hat ja kurz erwähnt, dass der Markt nach wie vor fragmentiert ist. Und ich denke auch durch die vielen PropTechs, die es gerade zum Beispiel im Bereich des Workplace Managements gibt, noch weiter fragmentiert werden wird. Denn da gibt es ja unheimlich viele Angebote, sehr interessant, ganz unterschiedliche Preis- und Anwendungsmodelle, als das normalerweise in den sonstigen Digitalisierungsthemen im Immobilien- und Facility-Management der Fall ist. Also das wird sicher dem Markt auch einen Schub verleiten, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite zu einer weiteren Fragmentierung führen. Gut, Nachhaltigkeit in GreenFM, erstaunlich wenige. Man sieht, wie stark das Thema ESG-Reporting, also ESG ist ja im Moment so ein bisschen
das Stichwort für viele im Bereich der Immobilienindustrie und ESG steht ja für Environment oder Environmental, Social and Governance. Und da ist ja gerade für die Anwendung von CRM-Systemen das Reporting gefragt. Ich denke, das wird auch nochmal einen großen Schub bekommen. Es gibt ja in der Zwischenzeit sowohl von den größeren CRM-Anbietern als natürlich auch wiederum von Spezialisten eigene Reporting-Systeme. Und der Bereich Big Data und Analytics, der ja gerne im Zusammenhang mit dem Thema Machine Learning und künstliche Intelligenz genannt wird, da ist auch von der Seite der Anwender immer noch eine gewisse Zurückhaltung zu sehen. Obwohl, wenn man mal in konkrete Anwendungen reinschaut, gerade bei großen Anwendern, die sehr wohl Methoden aus diesem Umfeld auch im Zusammenhang mit CRM-Systemen einsetzen, zum Beispiel im Bereich von Help and Service Desk, dass die eingehenden Meldungen erstmal über ein KI-System vorsortiert werden und nur bestimmte dann nachher auch bei einem Menschen landen und ansonsten wieder an den Chatbot gehen. Nächstes bitte. Gut, das ist jetzt nochmal die Anbieter-Sicht, korrigiert mit den Anwendern, was die anderen Trends angeht, also On-Demand-Lösungen, das Thema Indoor-Navigation, Workflow-Engines und CRM-Systemen, das ist zwar eigentlich eine ganz wichtige Sache, aber das sehen die Anwender nicht so. Der Bereich DRS, Machine Learning bin ich ja kurz darauf eingegangen, auch Augmented Reality ist etwas, was sehr häufig auf Messen und in Präsentationen gezeigt wird, aber in der Praxis noch nicht so richtig angekommen ist. Und das Thema plattformbasierte Anwendungssysteme, das ist ja etwas, was nicht nur in unserer Branche eine wichtige Technologie darstellt und die auch so ein bisschen die Zukunft beschreibt, aber das ist bei uns in Deutschland im Moment eher noch im ganz kleinen Niveau zu sehen. Das sieht halt gerade zum Beispiel den Fall, was komplett anders ist. Nächste bitte. Gut, der Wall hat ja darauf hingewiesen, dass wir immer so ein paar Standardfragen haben, auch um eben vergleichen zu können, um Zeitreihen bilden zu können. Und es gibt immer irgendwelche Themen, die ganz aktuell sind. Und klar, was uns alle beschäftigt, wie sieht es mit dem CRM in der Postpandemiephase aus? Wir befinden uns ja immer noch in der Postpandemiephase, die ist aber nicht ganz zu Ende. Nächste Folie bitte. Und wir haben da einige Fragen, auf die ja schon in der Übersicht eingegangen ist, gestellt. Da war einmal die Frage, wie wirkt sich das auf die Anbieter aus? Das war die Antwort. Die haben gesagt, wie vorhin schon genannt, große Teile der Projekte, die entweder schon angefragt waren, sind halt verschoben oder abgesagt worden. Wie Sie ja das auch in anderen Branchen kennen, dass natürlich Covid häufig ein Thema ist, um Einsparungen oder auch um Entscheidungen aufzuschieben. Den Rest muss ich jetzt nicht weiter erläutern. Also es ist, wenn Sie die gleiche Frage, wir werden jetzt nochmal in den USA stellen, ich kenne die gleichen Fragen aus Studien gerade aus Fernost, das ist total anders, weil gerade Covid genutzt wurde, um endlich mal in eine Reihe von Digitalisierungsaktivitäten, ein Teil davon ist ja immer nur CRM. CRM ist ein ganz guter Indikator, aber es ist keine notwendige Voraussetzung, Digitalisierung machen zu können, sind halt ganz viele jetzt gerade über das Thema Workplace Management, Workplace Services dort eingestiegen. Gut, die Anbieter haben ihr Angebotsportfolio auch angepasst, da muss man ganz klar sagen, auch im deutschen Markt waren alle sehr schnell. Das gilt natürlich sowohl für die Anbieter von FM Services, denen ist ja gar nichts alles übrig geblieben. Ich kann mir mal vorstellen, wie schwierig das ist heute, im Bereich Hospitality und Catering noch irgendwas zu verkaufen. Es gibt ja viele Betriebsrestaurants, gibt es ja gar nicht mehr und dergleichen. Und das halt zum Beispiel was Reinigung angeht, aber auch natürlich bestimmte Wartungsthemen, gerade Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär, völlig anderen Anforderungen unterlagen. Da mussten die alle relativ schnell reagieren und haben das ja eigentlich auch vergleichsweise gut hinbekommen, was man ja wiederum dem der jährlich herausgegebenen Übersicht über den Service-Anbietermarkt, der ja von Mühlendorf kommt und Hossenfelder ja auch entnehmen kann. Gut, die Pandemie hat natürlich auch bestimmte Auswirkungen auf die Nutzung und Anforderungen an CRM-Systeme. Ich habe es eben schon erwähnt, gerade Services, Other Services und Service Level. Das Thema Workplace Management, das würde ich heute, ein halbes Jahr später, nachdem wir die Umfrage gemacht haben,
wahrscheinlich ganz vorne sehen. Denn gerade auch im deutschen Markt ist es so, dass die Notwendigkeit da erkannt wird, einfach aufgrund der neuen Arbeitsformen, was noch gar nicht so richtig angekommen ist. Sie werden sehen, es wird noch viel mehr geben an Vorschriften, internen Richtlinien, Gesetzen und Normen, die das Workplace-Management regeln. Und da werden auch die Betriebsräte kräftig hinterher sein. Das heißt, da brauchen wir noch viel mehr IT-Unterstützung, wir brauchen viel mehr Reporting, um moderne Workplace-Management-Systeme auch auf die Beine zu stellen, was nicht nur mit der Einrichtung zu tun hat, sondern eben auch mit der Organisation und der dazu notwendigen IT-Unterstützung. Also nicht umsonst gibt es auf dem Bereich jede Menge PropTechs, die sich auf teilweise Spezialthemen beschränkt haben und deren Anwendung fast alle in der Cloud nur sind. Ja, das sollte man vielleicht auch gleich noch dazu sagen. Was auch erkennbar sein wird, dass wir die Fläche pro Arbeitsplatz erhöhen müssen, unter anderem wegen von Abstandsregeln, aber auch, weil natürlich die Arbeitsplätze weniger für Individualarbeit nur verwendet werden, sondern auch für Kollaboration innerhalb der Unternehmen. Auch der Bereich des Besuchermanagements, dass sie sehr viel stärker ihre Besucherströme kontrollieren müssen mit allen möglichen Auflagen. Sie kennen das bei uns in der Uni auch nicht anders. Sie kommen nur im Hörsaal rein, wenn sie die Intake-App haben und sich da registrieren lassen. Oder jeder, der Theater oder ein Restaurant besucht hat oder das Kino, hat genau dasselbe erlebt. Das werden wir auch noch stärker bekommen. Auch da gibt es jede Menge interessante Digitalisierungsinitiativen, starten bei der dafür geeigneten Hardware, bis natürlich auch der Ausprägung in den jeweiligen Integrated Workplace Management und CRM-Systemen. Gut, nächstes bitte. Da haben wir auch darauf reagiert, das war zumindest das Meinungsbild aus dem Frühjahr. Ob das jetzt heute noch genauso ist, ich vermute mal, dass wir da ein differenzierteres Bild dadurch bekommen, dass schon ein paar Projekte gab, die jetzt angeschoben wurden, aber es gibt genauso viele, die irgendwelchen Sparmaßnahmen zum Opfer fallen. Und das ist schon ein komplett anderes Bild, als das jetzt im internationalen Bereich der Fall ist. Nächstes bitte. Gut, das hatten wir ausführlich diskutiert, können wir gleich drüber weggehen, aber da gibt es schon. Und wo sehen die Anbieter, die Verbesserungsbedarf in der Zukunft ist ja ganz klar im Bereich der Anpassungsfähigkeit, die ja immer als besondere Eigenschaft genannt wird. Und es gibt sehr viele Ausschreibungen nach wie vor, wo versucht wird, letztendlich eine Individualsoftware zu bekommen. Aber auf der anderen Seite und weiter unten ist das hier nochmal eingerahmt, will man Standardlösungen, Produkte haben ohne Customizing, was natürlich stark widerspricht. Also auch da unterscheiden sich bei uns die Märkte ganz stark. Es gibt ja bei uns eine Reihe von Anbietern, die halt schon im Wesentlichen Individuallösungen verkaufen, aber der Markt geht schon gerade durch die Cloudisierung stärker in die Richtung, dass nur noch es wenige kundenspezifische Einstellungen gibt und dass man für viele Dinge Engines hat. Also so ein typisches Beispiel, wo immer gesagt wird, wir brauchen ganz starkes Customizing, weil bei uns im Unternehmen halt alles ganz anders ist. Also im Rest der Welt sind zum Beispiel solche Regeln für die Genehmigung von Projekten oder auch von Verträgen oder auch von Durchführung von Maßnahmen und dergleichen. Da ist heutzutage eigentlich viel wichtiger, dass Sie eine gescheite Engine haben, die solche Dinge einstellen lässt, zumindest für Leute, die für sowas autorisiert sind, ob sie jetzt 3 Unterschriften oder 7 brauchen. Und wann wer was wie genehmigt und welche Fristen einzuhalten sind. Also es ist halt viel wichtiger, dass Sie heute da in der Software moderne Funktionen haben, statt festgeschriebene Einzelfunktionen, die Sie im Einzelfall neu anpassen müssen. Was auch natürlich ein Thema ist, eigentlich verwunderlich, dass da nur 50% dafür gestimmt haben, ist die DSGVO-Konformität. Das ist ja eigentlich schon etwas, was Sie ja schon von Gesetzes wegen auch verfolgen müssen. Das gilt natürlich auch gerade für die, früher hat man das Datenplanverarbeitung genannt, also für den Bezug von IT-Services aus der Cloud. Da brauchen Sie einmal natürlich sowas wie aus der DSGVO die entsprechenden Vorschriften einzuhalten alle und zum Zweiten natürlich auch Zertifikate nach ISO oder ähnlichen Normen, um überhaupt so etwas rechtssicher betreiben zu können.
Gut, was nach wie vor als Verbesserungsbedarf gesehen wird, ist eine nahtlose Integration in die Unternehmens-IT. Ganz klar, ganz vorne sind so Sachen wie Anmeldeverfahren und Sicherheitsverfahren mit Sinn-Design und dergleichen, aber auch natürlich die Nutzung von Corporate Designs. Barrierefreiheit ist auch zunehmend ein Thema, bei uns stärker als im Ausland, weil das dort schon viel früher mal propagiert wurde, aber dort sind halt die Vorschriften vielleicht nicht ganz so streng, wie sie halt zum Beispiel in der DIN genannt sind. Und es ist auch schon so, dass sich viele Anwendungssoftwareentwickler und nicht nur in unserer Branche damit relativ schwer tun. Nächstes bitte. Gut, die Bemühungen der Hersteller um mehr Benutzerfreundlichkeit, da sehen Sie Tage, wenn Sie in eine Messe gehen und gucken sich mal Systeme an, die eher aus der klassischen Welt kommen und ganz neue, die halt eben so eine priori-orientierte Oberfläche haben. Da liegen schon Welten dazwischen und da hat sich natürlich auch schon, was die Benutzerakzeptanz angeht, einiges getan. Also da kann man wirklich sich davon ausgehen, dass da gerade auch bei den deutschen Anbietern in letzter Zeit einiges passiert ist. Gut, wo natürlich immer danach gefragt wird, dass es preisgünstiger wird. Es gibt ja Anbieter, die die Software in der Zwischenzeit verschenken und nur noch die Dienstleistungen in Rechnung stellen. Noch gerade bei den PropTechs gibt es ja welche, die so eine Einfachlösung haben, so ähnlich wie sie zum Beispiel bei LinkedIn, ohne dass sie was bezahlen, sich da gewisse Grundfunktionen nutzbar machen können. Und wenn Sie etwas komfortablere Versionen haben, dann auch Lizenzen zahlen müssen. Also ähnliche Modelle, wie es jetzt in anderen Bereichen der IT gibt, ziehen da auch ein. Nichtsdestotrotz müssen ja die Entwicklungsaufwendungen bezahlt werden, sodass eigentlich die Lizenzkosten als solche auf Dauer vermutlich eher nicht sinken würden. Gut, Internationalisierung ist bei uns in Deutschland nach wie vor ein eher geringes Thema, weil der Markt groß genug ist und auch viele von unseren großen Dienstleistern ja eigentlich nur auf dem deutschsprachigen Markt produziert sind. Ganz wenigen ausgewählten Märkten. Das gleiche gilt auch für die CRM-Anbieter. Es gibt ja nur ganz wenige, die da wirklich komplett international vertreten sind. Und wenn Sie mit den großen DAX-Unternehmen reden, die wirklich digital aufgestellt sind, da gibt es eigentlich nur ganz wenige Angebotsalternativen aus diesen 60-Plus-Systemen, die es am Markt gibt. Gut, nächstes bitte. Gut, ja, jetzt wollten wir, der Wall, ich werde das gemeinsam so ein bisschen moderieren. Ich würde mal darum bitten, die Kollegen von den Sponsoren, das ist ja der CRM-Ring und noch einige weitere, dann ihre Mikrofone aufzumachen. Wir wollen jetzt so in den 14 Minuten oder 35 Minuten die verbleiben, bevor wir ein kurzes Fazit ziehen und diesen GAPMAT-Talk dann heute auch beenden. Eine Reihe von Themenkreisen, die an uns sowohl den Herrn Wall als Marktforscher als auch für mich als Industrieexperte herangetragen worden sind, diskutieren und aus dem Kreis der Sponsoren, die ja auch wiederum unterschiedliche Interessen durchaus vertreten, dort mal ein Meinungsbild zu generieren. Und die erste Fragengruppe ist natürlich die, die an das anknüpft, was ich jetzt gerade kurz erzählt habe, nämlich wie sehen Sie denn die Marktentwicklung im CRM, / Integrated Workplace Management System, Markt? Gerne können Sie natürlich dann auch das ganze Digitalisierungsthema noch ein bisschen weiterfassen. Was, welchen Einfluss haben eben veränderte Workplace-Konzepte, die PropTechs, die ja es doch im deutschen Markt in großer Zahl gibt, und ESG, das habe ich auch erwähnt, auf das CRM? Und ich würde einfach mal darum bitten, vielleicht gibt es irgendwelche Wortmeldungen aus dem Kreis der Sponsoren, die zuerst antworten wollen? Wenn nicht, glaube ich, einen wahllos heraus. Wieder mal, Sie sind so still. So kennt man Sie gar nicht. Hauen Sie mal rein. Ja, ich stehe wohl ganz oben, dann fange ich halt mal an. Ihre Folie hier, Marktentwicklung post-Covid, also ich muss sagen, bei uns hat Covid also keine größeren Bewegungen ausgelöst. Wir entwickeln nach wie vor an unserer Software weiter und platzieren sie.
Es gibt natürlich hier und da Verzögerungen, das ist richtig. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt dann auch mit erheblichem Tempo aufgeholt werden. So, was die Trends in Richtung Workplace Management, ja, nehmen wir auch wahr. Das ist natürlich auch für uns als IT-Unternehmen eine sehr wichtige Geschichte. Wir waren auch teilweise im Homeoffice und mussten das Ganze handeln und schauen jetzt auch anders auf die Büroimmobilienpreise und Größen, die man bei weiterem Wachstum so anschaut, ist ein Thema. Ansonsten ist es so, dass meiner Meinung nach also die ganzen Trends, die propagiert werden, im realen Leben aber nicht den Stellenwert haben. Also der Stellenwert ist nach wie vor beim Thema Betreiben von Immobilien, mit ein bisschen Nutzen von Immobilien, also das ganze Workplace-Thema. Aber Fokus, denke ich, schon eher so auf den Betrieb und auf die Dokumentation der Immobilien, wo nach wie vor ja immer noch erhebliche Defizite sind. Was ich denke, was die Plattform anbetrifft, Sie haben ja gesagt, es gibt immer mehr Systeme. Das wird auch meiner Meinung nach so weiter sich so entwickeln, weil die ganzen kleinen PropTech-Unternehmen mit Detaillösungen in den Facetten Facility Management Dinge anbieten. Und ich denke, in der Gesamtkonstellation der Softwareprodukte muss man sich hier einfach als CFM-Anbieter öffnen und so viel wie möglich kooperieren, so wenig wie möglich selber bauen, wenn es andere Unternehmen gibt, die coole Apps oder coole Plattformen anbieten zur Arbeitsplatzbuchung oder ähnliches. Also das ist für uns auf jeden Fall die Richtung, dass wir im Rahmen der technischen Fortschreibung der Plattform bei weitem nicht mehr alles selber entwickeln werden, sondern auf APIs setzen und Systeme koppeln. Soweit. Ja, danke, Herr Biedermann. Vielleicht, weil ich ihn direkt nebendran sehe, Bernhard Siebli als Vertreter einer der ganz wenig internationalen tätigen CRM-Anbieter im deutschen Markt. Wie sehen Sie denn die Marktentwicklung im Post-Covid-Zeitalter Ihr Geschäft? Ja, im Prinzip, ja, vielen Dank erstmal. Felix Siebli ist mein Name, Sales Director bei der Planon. Stefan Mau lässt sich entschuldigen, weit im sonnigen Mallorca und lässt Sie alle grüßen. Ich habe jetzt seinen Platz eingenommen. Ja, ich sehe es ähnlich wie mein Vorredner. Gewissen Einfluss gibt es natürlich schon der Post-Covid-Situation auf den Markt. Die Konzepte schlagen durch insofern, dass wir schon Anfragen vermehrt bekommen hinsichtlich Workplace-Management-Systeme. Ich hatte jetzt erst kürzlich ein Gespräch mit einer größeren Bank, die tatsächlich von ihrer Einzelplatz-Konzeption abrücken wollen und Großraumbüros einführen möchten. Also es gibt da schon Bewegungen hin zu veränderten Workplace-Management-Konzepten aufgrund der Post-Covid-Ära. Und die PropTechs werden da sicherlich auch eine größere oder ja eine große Rolle spielen, indem sie natürlich den Markt wittern für solche Nischen vielleicht auch. Und das Thema ESG ist für uns auch definitiv ganz hoch auf der Agenda angesiedelt. Man ist sich noch nicht so ganz einig, welche Rolle es einnimmt in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. Also man spricht ja auch von Climate Accounting, das ähnlich wie IFRS, also Bilanzierungsregeln, gehandhabt werden soll. Aber definitiv für uns ein großes Thema. Deswegen wollen wir uns oder haben wir uns auch entsprechend schon darauf vorbereitet, basierend auf einer Open Application Plattform, die es eben ermöglicht, schnell und einfach PropTechs anzubinden, PropTech-Lösungen anzubinden und eben nicht konkurrierend aufzutreten, sondern eben harmonierend mit dem Markt und somit eben aus der Not eine Tugend zu machen und somit eben ja der Klientel, unseren Kunden ein harmonisches Gesamtkonzept oder Gesamtlösungskonzept anbieten zu können. Okay, vielen Dank, Herr Siebli. Ja, nachdem ich ja schon mal hier den Präsidenten vom CFM-Ring dabei habe, den Herrn Dünkeier, wie sehen Sie das denn aus Ring
Blickfeld die Marktentwicklung? Was sagen denn Ihre Mitglieder? Herr Tim Kaya, ich glaube, Sie müssen Ihr Mikrofon einschalten. Okay. So, jetzt kannst du mich hören? Ja, okay. Genau. Ja, sorry. Aus unserer Blick oder aus unserem Blickwinkel ist Folgendes zu berichten. Wir haben ja momentan die Chance, eben halt aus zwei Blickwinkeln zu informieren. Einmal aus Dienstleistersicht natürlich und auch aus Software-Dienstleistersicht. In erster Linie, wenn wir über Kunden von uns allgemein sprechen, dann habe ich momentan die Erfahrung gemacht, aktuell, dass große Kunden tatsächlich im Bereich der Workplace-Management-Konzepte aktiv sind. Insbesondere das Thema Corona hat dazu geführt, dass eben Flächen ineffizient geworden sind und die Kunden momentan dort sehr viele oder sehr große Chancen sehen, um zu optimieren. Und da sind jetzt schon Kunden in der Vorbereitung, insbesondere das Thema Non-Territorial, gekoppelt mit Homeoffice, ist für große Stakeholder am Markt ein Thema. Das kriegen wir so mit. Direkt als Dienstleister kriegen wir das mit, wo wir eben halt auch da unsere Dienstleistung ausführen, aber auch eben halt durch die Softwareunternehmen. Ich glaube, dass es da, was das Thema Workplace-Management angeht, die nächsten Jahre für die spezialisierten Anbieter noch eine große Veränderung geben wird. Ne? Bezüglich des ESG kann ich heute sagen, wir als ZFM Ring stehen ja für diesen standardisierten Content, um überhaupt Digitalisierung zu ermöglichen, um eben halt auch bei der Softwareanwendung zu individualisieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf der Data-Seite, Standards haben. Da habe ich gerade aktuell Anfragen in Richtung ESG, wo es dann heißt, bekommen wir ESG-Informationen standardisiert in den CFM Connect Standard rein, weil es eben halt auch dann die nächsten Jahre ein Riesenthema sein wird. Das ist der aktuelle Trend, den wir so mitbekommen. Ein Punkt auch als Dienstleister, was wir in der Zeit der Corona zwei Jahre Pandemie mitgekriegt haben, dass der Nutzungsgrad unserer Kunden im Bereich des Helpdesk oder des Kundenportals größer geworden ist. Sodass wir quasi auch als, jetzt aus meiner Brille, als Dienstleister, als FM-Dienstleister, tatsächlich in den letzten zwei Jahren unsere Anwendung oder Funktion im Kundenportal verbessert und erhöht haben, weil der Nutzungsgrad unserer Kunden größer geworden sind. Die Kunden arbeiten eben halt auch jetzt öfters damit. Wahrscheinlich, weil man gar nicht die Möglichkeit hat, sich auf das präsent zu treffen. Ne? Okay, Dankeschön, Herr Dinkmeier. Gibt es noch weitere Wortmeldungen zu dem Thema? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich, Herr Wall, einfach darum bitten, dass wir mal zur nächsten Frage weitergehen und vielleicht auch dann die Moderation an Sie in dem Fall mal übergeben. Ja, sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank dafür. Ja, wir hatten das in der Präsentation, der Joachim Humann hat das in der Präsentation schon angedeutet. Das Thema BIM ist natürlich nach wie vor relevant und wir haben uns erlaubt, das etwas provokant zu formulieren. Ob denn, oder da interessiert uns Ihre Einschätzung, Joachim Humann hat das am Bereich der Reinigung schon illustriert, teilen Sie die Einschätzung, dass BIM im Bau ein Erfolgsmodell bleibt, aber für den Betrieb vielleicht auch perspektivisch irrelevant bleiben wird, ist, oder sehen Sie das anders? Bewusst einfach mal, um auch vielleicht eine kontroverse Diskussion zu haben. Und jetzt würde ich gar nicht versuchen, hier einzelne Teilnehmer aufzurufen, sondern würde es entweder freigeben oder vielleicht melden Sie sich auch einfach per Handzeichen, damit Sie aufrufen, wer sich dazu äußern möchte. Weil ich glaube, das ist ja ein ganz wesentliches Thema. Und da sehe ich sofort, dass der Matthias Musik die Hand gehoben hat. Herr Musik, die Early Mover werden da entsprechend natürlich belohnt. Ich freue mich auf Ihre Meinung dazu und danach gerne von Herrn Bender und von Herrn Neuberg. Herzlichen Dank. Herr Musik, wie sehen Sie das Spannungsfeld? Also auch nochmal herzliches Hallo an alle. Also es ist ein umstrittenes Thema, sage ich jetzt mal. Ja, weil was ich auch immer wieder feststelle am Markt, es wird ja immer so diese Kostenverteilung,
2080, also Plan bauen zu Betrieb, ja, immer 1:1 auf die BIM-Nutzen übertragen. Ja, und mittlerweile haben wir ja schon eine Verschiebung generell von fast 50 auf 50, ja, weil ja mehr zum Glück jetzt mittlerweile auch in die TGA investiert wird, um später Betriebskosten zu sparen. Und unsere Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, ja, bei vielen Kunden, was jetzt die BIM-Anwendungsfälle anbelangt, zeigt auch, dass die Verteilung teilweise 60 im Plan Bauen des Nutzens, ja, von BIM und 40 nur in der kompletten Betriebsphase ausmacht. Also da muss man echt aufpassen, hängt aber auch immer von den einzelnen Kunden ab. Ja, wenn ich ein Großkonzern bin, der extrem viel innerhalb der Betriebsphase baut, größere Instandsetzungsmaßnahmen hat, viel saniert, revitalisiert, viele Veränderungen hat, sei es jetzt in der Fläche oder neue Laborabzüge oder sowas irgendwo einbaut oder eine neue Tür. Für den hätte BIM, wenn er jetzt das im Sinne eines Common Data Environments, ja, eine zentrale Plattform, alle Vertragsarchitekten regional, ja, die er in Deutschland verteilt hat, aufschaltet und alle Änderungen live im System permanent pflegt, hätte ein ausreichendes Potenzial, um BIM, ja, zu finanzieren und auch noch richtig Einsparungen zu generieren. Ja, weil er sich jetzt zum Beispiel bei den FM-Ausschreibungen alle 3 bis 5 Jahre die Neudatenerfassung jedes Mal sparen würde, ja, was wir ja letztendlich eigentlich fast immer haben. Und das sind so Themen, die man echt kritisch betrachten muss. Und es kommt eben auf die Größe des Kunden wieder drauf an, auf das Bauvolumen in der Betriebsphase und. Das ist so meine Meinung dazu. Wunderbar. Herzlichen Dank, Herr Mosig. Herr Bender, sehen Sie das ähnlich oder wie sehen Sie das? Ich meine, das grundsätzliche Thema ist halt auch zu verstehen, was ist BIM, was ist BIM im FM. Ist es wirklich rein der Umbau? BIM im FM fängt für mich schon von dem Planen und Bauen mit an, weil letzten Endes haben wir immer das Problem, Kunden von uns auch, die viel bauen und gehen in die Bewirtschaftung, brauchen eine valide Datenbasis. Und glaube ich schon, dass das BIM sehr gut mithelfen kann, dass ich genau diese Datenbasis ins FM mit überführe. Ich muss halt vorne dann auch, sag ich mal, meine Interessen wahrnehmen. Ich muss Bestandteil von einem BIM-Bauprojekt mit sein. Und richtige Anforderungen mitmachen. Das ist auch das, was wir beim CFM-Ring mit CFM Connector dann vorantreiben, standardisierten Content. Weil einfach ein Planer, ein Architekt, ein TGA hat eine andere Brille auf als ein Betreiber. Und letzten Endes müssen wir einfach auch das Verständnis schaffen, welche Dateninformationen brauche ich für welche Prozesse, um das mitzukriegen. Und wenn ich das vorne mit platziere, habe ich einen riesen Mehrwert hinten raus, dass ich das IT-technisch mit unterstützen kann. Ich glaube, viele von den CAFM-Herstellern, so wie wir auch bei FIT haben, Schnittstellen, um IFC integrieren zu können, um uns vorne in den Planungsprozess mit zu integrieren. Aber halt auch die Möglichkeit, wenn ich im Betrieb dann bin und im CAFM Daten fortschreibe, die Alphanumerik, und es kommt zu Umbauten im Bestand, dass sie halt auch wieder über Mechanismen, über Standards in IFC exportieren kann. Und so geht halt der Zyklus wieder los. Also wenn man das vom Lebenszyklus mit betrachtet und die eingesetzten Systeme, ist CAFM schon ein wesentlicher Bestandteil der Richtung BIM, digitaler Zwilling, den Mehrwert mit liefern kann. Und aus dem Grund ist für mich das mit Sicherheit auch ein Erfolgsmodell für den Betrieb, wenn ich eine BIM-Brille mit aufhabe und dieses Thema so mittreibe. Ein technologisches Thema, aber auch ganz wichtig, ein Thema für die Dateninhalte, dass ich diesen Content standardisiert definiere, dass auch ein Austausch funktionieren kann und das Ganze dann in die Umsetzung kommt. Ja, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Herr Neuberg, wie sehen Sie das? Wird es denn bei Ihren Kunden auch tatsächlich für die Bewirtschaftung dann, für den Betrieb genutzt und nachgefragt? Ja, also wir sehen, dass mehr Nachfragen da sind und wir stellen auch fest, ich sage jetzt einmal, Sie haben es schön formuliert, ist BIM im Bau ein Erfolgsmodell? Ich würde sagen, ist BIM im Bau schon ein Erfolgsmodell? Also wir sehen ja ganz klar, dass in der Phase Planen und Bauen das BIM nach und nach mehr Erfolge oder auch mehr Projekte hat, wo das gefordert wird. Man sieht auch vom Bund, dass da entsprechende Initiativen sind. Aber wir sehen ganz klar, dass diese BIM-Modelle in der Regel, ich sage jetzt einmal, oft planungsbegleitend zu der konventionellen oder auch vertraglich geschuldeten und nachweisgeschuldeten 2D-Planung immer noch gemacht wird. Und dass damit natürlich BIM, ich sage jetzt einmal, zusätzlich zu der 2D-Planung läuft und damit mehr Aufwände verursacht. Und
Das ist für mich eigentlich eines der Kriterien, dass wir in Deutschland gerade mit dem Thema BIM noch nicht wirklich durchgängig modellbasiert planen und damit natürlich auch weniger hochqualitative Daten für die Übernahme im Betrieb haben. Aus meiner Sicht hat sich das Ganze dahingehend verändert. Man sieht immer mehr Common Data Environments, immer mehr Cloud-Lösungen, quasi das BIM-Modell aus der Planung auch dann, ich sage jetzt mal, in der Bauphase mit Echtzeitdaten, mit Mängelaufnahmen, mit zusätzlichen Informationen versehen wird. Das heißt, hier hat man eine Chance, über BIM-basierte, Cloud-basierte Zusammenarbeit das Modell mit dem S-Build-Zustand zusammenzubringen. Und für mich ist die logische Klammer dann, ich sage jetzt einmal, BIM plus Echtzeitsensoren im Gebäude sind wir einfach beim digitalen Zwilling. Und damit habe ich natürlich zusätzliche neue Prozesse, zusätzlich neue Möglichkeiten. Und neben den klassischen Neubauten sehen wir ganz klar sehr, sehr viele Aktivitäten im Aufnehmen von Bestandsgebäuden, sowohl Laserscanning als auch Panofotos. Und dass da einfach neue Potenziale entstehen, die, ich sage jetzt mal, über den klassisch geprägten BIM-Begriff aus der Planung hinaus weitaus vielleicht noch mehr Potenziale bieten können. Herzlichen Dank. Herr Sippli, was müsste denn passieren aus Ihrer Sicht, damit mehr Kunden das, was technologisch vorbereitet ist, dann auch tatsächlich für den Betrieb nutzen? Ja, ich denke, es kommt immer auf den Use Case drauf an für die einzelne Organisation, für das einzelne Unternehmen, auf den Mehrwert. Ich denke, wir müssen uns immer vom Problem oder vom Mehrwert auch nähern an das Thema heran. Ich meine, wenn ich 60 Gebäude habe und bekomme ein neues Gebäude hinzu, das dann mit BIM-Daten gefüllt ist, dann frage ich mich, naja, dann habe ich 60 Gebäude ohne BIM und das eine mit BIM, wo ist dann mein Gesamtmehrwert davon? Das andere ist auch schon angesprochen worden, bauen im Bestand. Naja, auch die Firma fragt sich, wie oft baue ich denn um? Wenn ich einmal im Jahr einen Umbau habe oder einmal in zwei Jahren einen größeren Umbau, wo sich BIM tatsächlich lohnen würde, und das ist, denke ich mal, da ist der Vorteil unbestritten und der Mehrwert. Aber dann lohnt sich's dann wirklich, vielleicht auch im Bestand mal mit so einer Punktwolke zu agieren, das Ganze 3D zu scannen und dann mühselig dann die Anlagedaten oder Anlageneigenschaften hinzuzufügen. Ich glaube, das muss jede Organisation für sich abwägen, wo die Vorteile liegen, ob das wirklich, wirklich auch, ich sag mal, der ROI dann auch erzielt werden kann. Und dadurch, dass es FM sowieso einen relativ geringen Stellenwert im Unternehmen oftmals einnimmt, werden dann doch die Kosten und Mühen gescheut. Ist mein Eindruck. Ich denke, im Bau ist BIM ist der Vorteil, glaube ich, unbestritten. Ich habe jetzt kürzlich auch wieder unterhalten mit einem großen Autodesk-Händler, der Revit verkauft. Er sagt, also da brauchen wir uns nicht unterhalten. Im Bau, in der Planung im Bau ist der Vorteil dermaßen deutlich und klar. Aber im Betrieb, ja, die Frage, wenn ich dann ein neues Gebäude habe, Und die Masse macht einfach der Bestand aus. Und das dann alles nachzuscannen, nachzumodellieren, ist halt unfassbar mit Aufwand verbunden. Und der Vorteil dann daraus muss jede Firma für sich einschätzen können. Ja. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Bevor ich Herr Neuberg und Herr Tunkaya Ihnen dann gerne das Wort übergeben, mir drängt sich gerade so ein bisschen der Eindruck auf, den ich auch aus unseren Studien zum Thema FM im Schwerpunkt sehe, wo wir uns ja schon vor ein paar Jahren immer mal wieder mit dem Thema BIM befasst haben. Auch für den Bau, dann in der Frage, was das dann später für den Betrieb auch bedeutet, dass wir noch vor ein paar Jahren die Diskussion hatten, dass viele gesagt haben, naja, es lohnt sich nur unter bestimmten Konstellationen und selbst dann, wenn Nutzer, Eigentümer und Finanzierer irgendwie synchron sind, selbst dann hat man noch relativ viele Baudienstleister, die sogar auf Abschlagszahlungen verzichten. Wir sagen, das jetzt alles im System nachzupflegen, ist doch da tatsächlich sehr, sehr aufwendig. Da nehme ich jetzt aus Ihren Einschätzungen raus, dass sich da inzwischen die Marktentwicklung gedreht hat. Vielleicht besteht uns das ja auch tatsächlich im BIM und Betrieb hervor. Aber dazu haben Herr Neuberg, beziehungsweise jetzt hatte ich, dass die Hand gesenkt würde, vielleicht Herr Tümkaya dazu eine Einschätzung. Herr Tümkaya.
Wir würden Sie gerne hören, aber den Stummknopf, das ist immer okay. Leichter, danke. Ja, ich wollte eigentlich auch noch einige Themen ergänzen. Erstmal glaube ich, dass wir draußen am Markt das Problem der Geschäftsmodelle in diesem Segment haben, dass viele eben halt da kein Geschäftsmodell sehen und dass es noch keine durchgehende Lösung gibt. Also für mich persönlich stellt sich die Frage nicht im Greenfield-Bereich, weil das Thema, was wir als 3D-Modell brauchen, wird im Greenfield-Bereich heute in Deutschland eigentlich immer gemacht. Das liegt eigentlich vor. Das ist die Grundlage, um eben halt dann darauf aufzusetzen, um weitere Informationen oder das ganze Modell mit Informationen zu, anzureichern, um in den darauffolgenden Phasen eben den Nutzen zu ziehen. Und oftmals ist es das Problem, dass diese Phasen unterschiedlich geplant werden und unterschiedliche Stakeholder dort unterwegs sind. Das heißt, der Planungsphase ist es egal, was es im Betrieb passiert, weil oftmals eben halt der Eigentümer, der Investor ein ganz anderer ist, als der gerade baut. Und das ist oftmals das Problem, was wir haben, dass dort einfach nur in einer Planungsphase gearbeitet wird, also Planung bauen, Abnahme und Nachmittelsinflut. Und oftmals eben, wie Sie es gerade gesagt haben, einige Stakeholder dann tatsächlich die Strafe in Kauf nehmen, statt die Information eben halt nachzuliefern. Das hat natürlich mit dem Gesamtkonzept zu tun, wie ich vergebe. Und das sehen wir gerade beim CFM-Ring. Wir haben ganz viele Stakeholder. Es ist ein Unterschied, ob es ein Corporate oder ein Property ist. Was passiert mit dieser Immobilie später? Das heißt, die Vorbereitung, die Kosten, die ich in der Planung und Bauphase habe, die belasten das Budget. Der Nutzen ist aber in der Betriebsphase. Und das Thema ist noch nicht durchgängig gelöst, weil es heute auch noch kein einziges Geschäftsmodell gibt oder kein System, was über den gesamten Lebenszyklus Informationen oder ein Gebäudemodell mit den notwendigen Informationen über die gesamte Betriebszeit, also Planen, Bauen und Betreiben, führen kann. Also ich kenne kein CDE, geht in die Richtung, aber es gibt kein erprobtes. Also die CAD-Systeme selbst sind ja auch nicht dafür ausgelegt, über die gesamte Lebenszyklusphasen diese Daten vorzuhalten oder dann auch an die Stakeholder zu verteilen. Und das ist momentan das Problem, dass eben halt viele im BIM-Thema meines Erachtens in Teilprojekten unterwegs sind. Aber die Anfragen, die uns erreichen, wir führen gerade Gespräche mit der Pharma- und Chemieindustrie, die wirklich händeringend nach einer Lösung sucht, um eben halt ihre Immobilien sauber zu fahren, ohne jedes Mal alles aufzunehmen. Wir haben aus dem Property-Bereich Unternehmen, die bei uns anfragen und sagen, wir brauchen das, aber die Lösung ist noch nicht da. Also eine durchgehende Lösung ist nicht da, wo man in Echtzeit Informationen abrufen kann und dort eben halt dann die Prozesse verändern kann in Echtzeit. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Ja, und das ist richtig, im Greenfield-Bereich ist es relativ einfach. Im Brownfield haben wir natürlich das Problem, dass die Erfassungskosten und die Erhöhung der Validierungsgrades im Bestand natürlich hohe Kosten mit sich bringen. Und diese Kosten werden dann halt in den Planungsphasen sofort als erstes gestrichen. Also das ist, glaube ich, das Hauptproblem momentan, die Geschäftsmodelle darauf auszurichten, was wir da draußen haben. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Neuberg. Und dann Herr Hohmann, ich glaube, Sie wollten auch noch was ergänzen, aber vielleicht erst Herr Neuberg, wenn ich darf. Andere spannende Fragen, die wir in den verbleibenden knapp 15 Minuten diskutieren sollten. Ja, vielleicht nehmen wir noch Herrn Neuberg und dann wechseln wir zum nächsten Thema, glaube ich. Vielleicht noch eine Anmerkung. Also wir sehen da schon eine gewaltige disruptive Veränderung auch, wenn man auch anschaut, wir haben es vorhin gehört in Bezug auf Autodesk. Auch eine Autodesk wird sehr intensiv, auch jetzt mit Akquisitionen auf dem US-Markt, in den Betreibermarkt einsteigen und die bringen natürlich, ich sage jetzt einmal, globale Plattform schon mit. Und setzen dann im Endeffekt den Planen- und Bauenprozess in Richtung digitaler Zwilling fort. Aus unserer Sicht wird sich, sagen wir mal, das ganze Thema Datenformate in den letzten Jahren relativ erübrigen. Also aus meiner Sicht sind Standards eher hinderlich für die Innovationen. Und man wird mehr über, ich sage jetzt einmal, demokratisierte Cloud-Plattformen, über Web-Services miteinander reden. Wir haben es vorhin auch schon gehört von dem einen Kollegen, wo man sagt, gewisse Partnerschaften oder mit Startups. Und gerade da sehen wir eine deutliche Veränderung der Geschäftsmodelle, also hin zu Cloud-Services, zu demokratisierten Service-Plattformen. Und dass insbesondere, ich sage jetzt einmal, große Player in dem Bereich Plattform, ähnlich wie es eine Amazon ist,
damit reingehen. Und aus meiner Sicht haben auch viele der Baufirmen Geschäftsmodelle, dass sie in Betrieb mitbringen. Indirekt heißt es für mich, dass vielleicht irgendwann in Zukunft Gebäude inklusive Betriebssystem ausgeliefert werden. Also da sehen wir sicher große Veränderungen auf uns zukommen. Vielleicht natürlich auch entsprechende Potenzial. Aber vielleicht noch eine Ergänzung für das gesamte Zuhörerschaft hier, was Sie ansprechen. Die Firma Autodesk hat sich in den USA an zwei der größten Workplace-Systemanbieter beteiligt, nämlich an iOffice und an SpaceIQ. Die haben auch die gesamte Kundenbasis von Archibus übernommen. Ja. Die haben seit Jahren Systeme am Markt, von denen bei uns zum Teil nur geträumt wird. Und der Professor Mein, ich habe uns zum Beispiel die SpaceIQ-Lösung bei WeWork schon vor 3 oder 4 Jahren in Chicago angesehen. Und da konnte man hier gar niemandem erläutern, was das überhaupt ist. Ich würde ganz gerne jetzt zur nächsten Fragerunde übergehen. Gar nicht so falsch jetzt, was wir vorhin im Kontext hatten. Wie sehen die zukünftigen Technologieplattformen denn aus? Behalten in Deutschland eben die Individuallösung ihre hohe Marktbedeutung oder setzen sich mittelfristig wie in anderen Ländern auch eben cloudbasierte Standardsysteme durch, wo sie nur relativ wenig ändern können? Natürlich können sie ihre eigenen Reports dort haben und ihr Logo und die Schwerpunkte richtig setzen und ihre Key-User können da bestimmte Anpassungen vornehmen. Aber so diese komplette Individuallösung, die ja an vielen Stellen in Deutschland nicht nur installiert ist, sondern eine Reihe von Anbietern ganz stark gefördert wird. Die sagen das schon gleich auf ihrer Homepage. Bei mir kriegst du was ganz Spezielles, was nur auch für deine Fälle auch passt. Und die Frage ist halt jetzt hier in die Runde der Diskutanten. Sehen wir das ähnlich oder werden wir eine Entwicklung durchmachen, die im Moment im Ausland schon erkennbar ist? Und ich würde vielleicht ganz gerne mal mit dem Matthias Mosig von der Chief Advimo, weil er eben auch aus der Reihe der Industrieexperten kommt, fragen, wie er das sieht. Matthias. Ja, also wir werden damit jetzt ja auch immer wieder konfrontiert. Also zum einen klar aus der Beratungssicht, dann auch aus der eigenen Kooperationssicht. Ja, wir haben ja auch eigene Lösungen, wo wir uns überlegen müssen, docken wir die an Plattformen an, ja, und gibt es in Zukunft eben die Plattformen, nenne ich es jetzt mal die offenen Plattformen, die den Markt auch bestimmen werden. Und das ist eine ganz, ganz spannende Frage, gerade denke ich in unserem Kreise, also in unserem Kreise der klassisch ehemaligen CFM-Anbieter. Wir kriegen ja auch oder haben ja auch in dem Kreise jetzt die ersten Ansätze, ja, Plattformen im eigentlichen Sinne aufzubauen, auch technisch optimierte Plattformen aufzubauen. Was vorhin aber in einer der Auswertungen war ja drin, dass sozusagen so der Mehrwert momentan, gerade was technologische Verbesserungen anbelangt, jetzt eher von der Anbieterseite gesehen wird als von der Nachfrageseite. Das ist so ein Thema, was ich momentan eben auch noch sehe, wo ich sage, diese offenen Plattformen, auch die, ich kann mir aus einem App-Shop, ja, Apps kaufen, die standardisiert sind, ja, und die nutze ich vielleicht auch nur eine Zeit lang. Das ist eine Sache, und die technische Optimierung dahinter, ja, für Massendatenverwaltung, das ist was der Kunde, glaube ich, der jetzt sagt, ich habe jetzt den Prozess Wartung und für den möchte ich jetzt eine Lösung, dem ist es an der Stelle momentan, glaube ich, noch nicht ersichtlich, welche Vorteile hat jetzt eine echte Plattformlösung gegenüber seinem Mikrokosmos, ja, im Konzern, im Unternehmen. Und das gilt es, glaube ich, auch nochmal herauszuarbeiten, beziehungsweise jetzt auch neue Geschäftsmodelle, neue Möglichkeiten zu schaffen, die von einer Öffnung in den Markt leben, weil ich meinetwegen Massendaten für Predictive Maintenance brauche. Und die brauche ich oder die kann ich nur generieren, wenn ich mich dem Markt öffne oder viele Marktdaten habe oder im Sourcing-Bereich. Ja, also das sind so die Themen, die mich da jetzt in dem Umfeld momentan bewegen und wo wir natürlich jetzt, ja, noch in den Kinderschuhen, was das Angebot anbelangt, am Markt stecken oder in der Startup-Phase, ehrlich gesagt. Gibt es andere Wortmeldungen aus dem Kreis der Sponsoren hier, der Tim Kaya? Ja, ich habe auch da eine klare Meinung aufgrund der aktuellen Situation und Gespräche mit großen Player auch aus dem Ausland.
die Gebäude bewirtschaften und auch großen Beratungsunternehmen. Deswegen habe ich eine ganz klare Meinung, es wird einen modularen Standard geben, der über cloudbasierte Standardsysteme nach vorne gepusht wird, ähnlich wie vergleichbar mit den Autos. Also der VW Golf wird sehr oft gebaut und damit kriegt man Skaleneffekte. Die Kosten der Immobilienindustrie, die steigen, explodieren auch in der Bewirtschaftung, sodass man einfach auch eine ständige Individuallösung nicht bezahlen kann. Ich glaube, dass Individuallösungen zukünftig nur noch für besondere Kunden, die aus irgendwelchen Gründen es brauchen, gebraucht werden und weiterentwickelt werden. Aber der Großteil wird in cloudbasierten Standardsystemen abgewickelt werden zukünftig. Das ist unsere Meinung aufgrund der aktuellen Situation, aber auch eben halt aufgrund der Kostensituation in der Immobilienbranche, die momentan ja wirklich explodieren. Ne? Es gibt noch eine Wortmeldung von Herrn Biedermann dazu. Ja, also meine Intuition an der Stelle und auch meine Erfahrung ist, dass wir dringend hier mit einem hohen Standardisierungsgrad an die Sache rangehen müssen, insbesondere was das Thema Datenkollaboration anbetrifft. Wir sehen ja immer mehr, dass die Kosten für die Start-up-Phasen bei Vertragswechsel des Dienstleisters und so weiter immens hoch sind, dass man sich dort extrem schwer tut, vernünftige Kalkulationsdaten zu bekommen. Und ich denke, die Richtung muss schon so sein, dass die Immobiliendokumentation, also die wesentlichen beschreibenden Daten der Immobilie, als zentralen Service ansehen muss, lebenszyklusübergreifend. Und was die Leute dann mit ihren Prozessen damit tun, ob sie die Daten in einem ERP-System setzen, ob sie sich ein eigenes Frontend vor ihr SAP bauen und so weiter. Das kann man dann alles in den dynamischen Prozessen sicherlich tun. Aber Fokus liegt auf jeden Fall in einer standardisierten Basisplattform, die also für alle Beteiligten die relevanten Daten austauschen lässt. Es gibt noch eine Wortmeldung von Thomas Bender, die ich gerne dran nehmen wollte, bevor wir zur letzten Fragerunde übergehen. Ich kann es nur unterstreichen, was Klaus Biedermann jetzt gerade gesagt hat, standardisierte Datenmodelle für einen Austausch dann. Ich glaube, das ist ganz wesentlich für cloudbasierte Lösungen. Und ich glaube schon auch, in 3 oder 5 Jahren reden wir auch so gut wie nicht mehr bei uns in Deutschland über On-Premise-Lösungen. USA ist da auch schon auf einem ganz anderen Level. Aber wichtig ist auch, glaube ich, wenn wir von Cloud und von Standard reden, dass wir auch von Integrationsfähigkeit reden. Das Thema PropTech ist ja jetzt schon öfters mitgefallen, weil ich glaube schon, dass das den Markt auch komplett verändern wird. Wir verschließen uns alle, glaube ich, nicht gegenüber PropTech, sondern im Gegenteil, wir müssen gucken, wie das integriert wird. Dazu braucht Standard. Standards sind den Datenmodellen, offene APIs, um eben für Kunden ein optimales Ökosystem dann halt auch, sage ich mal, auf die Beine stellen zu können. Und das funktioniert, glaube ich, mit cloudbasierten Lösungen dann auch, sage ich mal, viel effizienter oder besser als in einer anderen Welt. Und das wird, glaube ich, schon in den nächsten Jahren den CAFM-Markt, den FM-Markt entsprechend beeinflussen und auch ein großes Stück verändern. Okay, vielen Dank. Dann würde ich... Lass mal den Herrn Sippi noch mal ganz kurz dran. Ist ja, nur ein kurzer Einwand oder ein kurzer Kommentar dazu. Das hängt sicherlich auch davon ab, wie sich der Markt oder das Thema Cybersecurity in den nächsten Jahren in Europa entwickelt. Ich meine, wir sind vielfach noch abhängig von den US-Cloud-Anbietern, Amazon, Microsoft, Google. Und das wird von vielen Unternehmen nach wie vor kritisch beäugt. Und wichtig ist da in dem Zusammenhang natürlich auch, wie sich das Gaia-X-Projekt, also die Europa-gemeinschaftliche Cloud, entwickelt. Wenn wir da europaweit was auf die Beine stellen, dann wird die Akzeptanz natürlich auch in Europa, speziell auch im deutschsprachigen Raum, denke ich, auch noch mal steigen für solche cloudbasierte Standardsysteme. Ja, ein ganz wichtiger Punkt, SAP. Dankeschön. Ich würde ganz gerne zur letzten Fragerunde übergehen und die dem Thomas Ball wieder überlassen, bevor ich dann am Schluss ganz kurz noch ein Fazit ziehe. Wir sind ja nicht umsonst als Verband relativ stark geprägt durch die FM-Service-Anbieter.
Gabal macht ja nicht umsonst auch in diesem Bereich jedes Jahr sehr umfangreiche Studien und Kenntnisse. Und da gibt es halt eben diese Frage, wer betreibt zukünftig die CRM-Systeme? Jetzt würde ich gerne an den Herrn Ball übergeben. Ja, ja, vielen Dank, Herr Hohmann. Ja, wir sind ja jetzt in der Schlusskurve und zu dieser Schlusskurve gehört aus meiner Sicht, was haben wir heute gemacht, aber das soll noch nicht das Fazit sein, die Lage der CRFM-Marktes zusammengekehrt, sofern wir sie für relevant und für interessant halten. Und dazu gehört ganz zentral die Frage, wer denn zukünftig eigentlich CRFM-Systeme betreibt. Werden das primär die Auftraggeber-Nutzer sein oder findet er dann doch irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, eine Überlagerung zu den Dienstleistungsanbietern statt. Unter welchen Bedingungen lässt sich Effizienz gewinnen durch das Ende des Doppelbetriebs bei den Systemen von Dienstleister und Auftraggeber? Wie das andere Thema, das ich gerade anmoderieren durfte, vielleicht nicht ganz spannungsfreies Thema, aber deshalb vielleicht sehr, sehr interessant auch für diese Diskussion. Herr Bender, jetzt hatten Sie noch die Hand gehoben. Möchten Sie zu diesem Thema etwas sagen oder ansonsten freuen wir uns auf Wortmeldungen aus dem anderen Kreis, wer hierzu Stellung nehmen möchte. Ja, Herr Tümkai, ja, sehr gerne. Ja, ich würde einfach kurz aus meiner Erfahrung berichten wollen. Tatsächlich ist es eine schwierige Frage. Warum? Weil rein vom Betreiben sind ja alle Stakeholder gefragt. Ne? Die Frage ist eben halt, wer tatsächlich dann die Verantwortung übernimmt und wem gehört das System und die Daten da drin. Ne? Und das ist momentan sehr unterschiedlich. Also wir erleben gerade einige Großkunden, die tatsächlich in die CFM-Ausschreibung gehen und sich selbst ein CFM-System anschaffen wollen, weil es sehr schwierig ist für die, oftmals die Systeme der Dienstleister zu durchblicken oder das Ganze transparent zu gestalten, weil die Teilung von CFM-Systemen zwischen Dienstleister und Auftraggeber, Nutzer, bedeutet ja, dass jeder anders drauf guckt. Und das haben in der Vergangenheit meines Erachtens, ohne dass es jetzt Kritik in die Softwareentwicklerbranche geht, war es immer so, dass CFM-Systeme entwickelt worden sind aus Sicht des Auftraggebers und dort zum Großteil Prozesse des Dienstleisters meines Erachtens nur zum Teil abgebildet worden sind. Und jetzt geht es darum, vollumfänglich integriert zusammenzuarbeiten. Und wir sehen dort tatsächlich unterschiedliche Systeme. Wir haben Projekte, wo wir teilweise nur ein Ticketsystem autark nutzen, das Instandhaltungstool autark nutzen, dann wird sowohl als auch genutzt. Zukünftig wird es, glaube ich, beim Auftraggeber schwierig werden, dass der Auftraggeber aufgrund der Kosten große Systeme betreiben wird, weil, wie gesagt, auch beim Auftraggeber ist FM ja eigentlich das fünfte Rad am Auto. Die machen ja alle ihr Kerngeschäft. Und da kümmert sich nicht wirklich jemand drum aus den Vorständen von ganz oben. Da sind die Facility Management Abteilungen oftmals ganz alleine gelassen mit ganz wenig Personal, sodass es, glaube ich, zukünftig ein Problem sein wird. Aber die Teilung solcher Systeme über Cloud-Systeme, wo man bestimmte Rechte bekommt und wirklich nur das sehen kann und sehen bekommt, was man braucht, glaube ich, wird es zukünftig mehr geben. Weil auch das Thema Data Security ein Problem darstellt. Wir hatten Kunden gehabt, wo wir tatsächlich unsere Software mitbringen wollten, also kostenlos zur Verfügung stellen wollten, wo eben halt in diesem Unternehmen die Integration dieser Software gar nicht möglich war aufgrund dieser Data Security Problematik, sodass ich glaube, dass zukünftig diese Cloud-Systeme sich weiterentwickeln werden und durchsetzen werden, wo der Kunde oder der Nutzer tatsächlich sich Rechte einkauft, um dort seine Informationen rauszuziehen. Aber wir haben aktuell sowohl als auch verschiedene Lösungen. Wir sehen momentan noch keinen Trend, meines Erachtens. Was ich so mitbekomme, ist, dass die Dienstleister tatsächlich in den letzten Jahren aufgerüstet haben, weil der Kunde einfach auch über das Kundenportal den Dienstleister gefordert hat, Dinge transparent darzustellen. Herzlichen Dank. Gibt es dazu noch weitere Wortmeldungen?
Ansonsten, wenn das nicht der Fall sein sollte und wir, da wir kurz nach 12 schon haben, freue ich mich, Herr Hohmann, auf Ihr Fazit, auf Ihre Schlusskurve zu diesem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Diskussion der letzten Dreiviertelstunde. Gut. Ich glaube, es ist in den Diskussionsbeiträgen und natürlich auch in der Darstellung der Ergebnisse des Trendreports schon sichtbar geworden, dass auf der einen Seite der Markt ganz stark in Bewegung ist. Also ich denke, mehr als in den letzten 10 Jahren, seitdem wir das machen, dass der Markt in Deutschland nach wie vor sehr speziell ist, was damit zu tun hat, dass es ungeheuer viele Akteure gibt und der Markt sehr viel stärker fragmentiert ist als irgendwo anders auf dieser Welt. Dass wir natürlich auch sehr deutsche Standards haben, die bei uns einfach gesetzt sind, die aber kein Mensch auf der Welt sonst kennt. Also die DIN, das kennt niemand, vielleicht nur in Österreich oder so etwas, aber im Rest der Welt hat es eben andere Standards und Normen. Und interessanterweise sind die zum großen Teil gleich. Das kommt auch noch dazu. Also da unterscheiden wir uns schon relativ stark. Das Dritte, was ich vielleicht als Fazit ziehen wollte, ist die Digitalisierung, die gibt es nicht im Sonderangebot. Also ich habe immer das Gefühl, dass sehr viel reden und auch viele gute Ideen haben und auch viele gute Konzepte. An der Umsetzung ist meistens hapert einmal aus Gründen des Widerstands gegen jede Form von Veränderung. Das ist sicher besonders erkennbar bei uns, auch und gerade im Bereich der öffentlichen Auftraggeber. Aber natürlich auch, dass alle glauben, dass die Digitalisierung irgendwie es umsonst gäbe. Und dass von daher einfach, selbst für kleine Projekte, die ohne große Risiken aufsetzbar sind, es dann doch wenig Unterstützer gibt. Nichtsdestotrotz, es gibt so Dinge wie das ganze IT-Bereich, die sich ganz schnell entwickeln werden und wo auch wenigstens ein bisschen Geld investiert wird. Und wie vielleicht so als Vorreiter der Digitalisierung des Immobilien- und Facility Managements in den nächsten Jahren, bis wir über den nächsten Trendreport diskutieren können, sich vielleicht bei uns stärker breit machen. Das vielleicht so ein bisschen als Fazit, durchaus differenziert. Als letzte Folie nochmal natürlich der Kontakt der GEFMA, aber auch vom Herrn Ball und auch von mir, wenn es irgendwelche Nachfragen geben sollte, Erläuterungs- oder Beratungsbedarf, jederzeit. Der Trendreport ist ja auch über die GEFMA Homepage downloadbar und ist ja auch für die GEFMA-Mitglieder kostenlos zu bekommen, also insofern relativ einfach am Markt zu verbreiten. An alle Beteiligten nochmal herzlichen Dank für die Teilnahme, für die regen Diskussionsbeiträge und für alle, die beigetragen haben, angefangen bei den Sponsoren, über die Kollegen von der GEFMA-Geschäftsstelle, die wir ein bisschen vergessen haben. Die haben natürlich da auch kräftig mitgeholfen und das Team hinter dem Herrn Ball, die natürlich einen Großteil der Auswertung gemacht haben und der schönen Darstellung, von der wir heute hier profitieren konnten. Also vielen Dank nochmal an alle und dann bis in spätestens 2 Jahren zum gleichen Thema. Wiederhören. Herzlichen Dank von meiner Seite. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.